Morgen, meine Lieben. Heute ist es soweit. Wir fahren zu Bullet for my Valentine. Oh mein Gott, ich bin so wahnsinnig aufgeregt und ich nehme heute euch einfach mal mit in der Hoffnung, dass dieser Vlog besser wird als der davor und ich euch nicht mehr so viel vollquatsche am Anfang. Ja, ja. Hier sehen Sie ein Anni, was sich eine Zigarette dreht. Sehr spannend. Mein Bein zittert. Hier sehen Sie eine Susi. Die sich keine Zigarette dreht. Die gerade ein Center Shock ist. Da drüben haben wir ein anderes Etwas, was ich nicht weiß, ob ich es filmen darf. Also nicht. Und hier haben wir Milch. Moin. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Berlin. Hey, immer besser. Oh, sie hat keine Tüte mehr. Warte, ich muss zoomen. Ich muss das Ganze dramatisch. Bam, bam, bam. Bam. Tüte am Start. Auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich los nach Berlin. Und dann geht es langsam los. Wir haben alle völligen Schatten und sind alle völlig dämlich. Wie na moin. Und sind alle völlig dämlich, aber Alter, wie Anni. Oh. Anni, die sich anzieht und eine Susi, die hält, wie immer. Ja, das ist so mein Nebenjob. Immer wenn ich nicht unterwegs bin, immer ich halt mal oder so. Das ist mein Nebenjob, ich verdiene kein Geld nicht immer dafür, ja? Cent. Wow. Sie kriegt einen Cent dafür, dass sie alle Taschen hält. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, wie gesagt, wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass ich wir da... Ich esse jetzt meinen nächsten Center-Schocker übrigens. Oh geil, wir essen jetzt alle Center-Schocker. Ich habe nur einen bekommen. Warte. Na, sie hat sich doch vorhin selber eingekauft. Ach so, stimmt. So. So, jetzt muss ich freezen. Unsere... Ja, ich musste das Richtige finden. Du hast den Papier fallen lassen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich finde das Richtige. Ich mag mal jemand kurz die Kamera halten. Hier sehen wir einen Susi in der freien Wildbahn. Ich bin in Carpador. Ich habe hier alle möglichen Center-Shops, aber nicht die wir brauchen. Ist doch geil. Ich weiß nicht, man... Mal an, ich kriege jeden einzelnen Center-Shop, aber nicht die, die ihr esst. Einen blauen. Hast du... Oh, da! Das ist, ihr müsst verstehen, das ist irgendwie so unsere Tradition. Susi und ich, wir sind 2015 das erste Mal zum Bullet-Konzert gefahren. Und warum auch immer, wir waren im Bahnhof, in dem Späti oder was das da auch immer ist. Und die haben Center-Shocks verkauft. Und wir waren so gehypt, dass wir einfach gesagt haben, das ist unsere Tradition. Und das machen wir auch so. Dann machen wir jetzt. Und jetzt ist die alte Oma mit dabei und die zieht hart mit. Sie muss, ihr bleibt nichts anderes übrig. So. Soll ich wieder übernehmen oder willst du? Ich mach einfach so. Ja. Cool. Läuft bei uns eigentlich. Bloß habe ich eine Sonnenbrille auf, damit man die Tränen in den Augen nicht sieht. Ich überreiche das Zepter. Das Zepter? Ja. Oh yeah. Also ich gehe noch zu der Kamera. Erstmal ein Kaffee. Gaffe. Gäffchen und Gäppchen und Foto dann... Ist. Zeig doch mal hier, das wunderschöne Schild. Bullet for my Valentine. Boah, Alter, das war voll... Du bist so räudig, ne? Vor allem wie? Räudig. Willst du noch was sagen den Zuschauern? Ja, ich bin leicht angetrunken. Also, wir sind stehen jetzt da mit unserer Crew. Alter, ich breche mir hier mein... Was mit dir machen? Die Crew. Tschüss. Mein Charme. Crew. Tschüss. Tschüss. Hier kommt das Umfti-Wumfti. Nur eigenen Umfti. Hallo. Tschüss. Muss ich Straße mal filmen. Bei dir war... Warte! Darf ich sagen, dass sie komplett glatt ist? Nein!
Yeah.
Your eyes don't lie. A pair of dangers cutting through my mind. You stare with rips a hole into my life. Am I supposed to leave this all behind? It's on my skin. You send this poison when I breathe you in. It's there with every single breath I take. If this is it, then don't resuscitate. I've gone and put myself through this for the very last time. I'm not gonna punish myself when I know that the fault is not mine. It's on my skin. You send this poison when I breathe you in. I've gone and put myself through this for the very last time.